bin ich wieder. Ich habe ja mal miterlebt, noch die Zeiten Transit von der Bundesrepublik Deutschland in die Deutsche Demokratische Republik. Wenn man damals entsprechend die Grenze überschritten hat, dann war auf Seiten der DDR waren auch entsprechende Kontrollen im Fahrzeug. Das sieht hier, ich sag mal, vom Eindruck genauso aus. Die Mitarbeiter vom Roten Kreuz tragen natürlich keine Maschinenpistolen, aber sie weisen die Leute entsprechend ein. Man darf sich wiederum nur bewegen, wenn man das Handzeichen dazu kriegt, ist auch ganz klar. Man steht ja in der Schlange. Das ist also hier wirklich durchorganisiert und bis aufs Letzte durchdacht. Aber ja, dann fahren wir mal zur Kontrolle. Bei der Einreise oder Ausreise von der DDR wurde man natürlich auch entsprechend kontrolliert und gefilzt. Heute wird man im Endeffekt getestet, ob man den Virus oder Teile vom Virus in sich trägt. Gut, ich warte weiter.